Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wolfbeit LP mit Spelunky. Ja, ich habe heute nicht ganz so viel Zeit. Ich muss mich ein bisschen beeilen mit dem Aufnehmen, weil das Video muss noch hochgeladen werden. Ich nehme jetzt direkt vorm Ausstrahlen auf. Ich hatte nämlich ein paar Probleme mit älteren Videos, wo ich noch was nachbearbeiten musste, beziehungsweise was ändern musste. Oh, den haben wir neu. Ja, dann testen wir den noch gleich mal aus. Ja, und deswegen bin ich nicht zum Aufnehmen gekommen, leider. Ich bin jetzt ein bisschen in Verzug. Ich habe noch so viel, was ich machen muss. Pokémon muss ich auch noch für morgen auf. Ne, für morgen habe ich, glaube ich, noch. Aber für übermorgen muss ich dann wieder aufnehmen, weil ich am Wochenende leider wahrscheinlich auch kaum zum Aufnehmen komme. Und ich bin doof. Also alles nicht ganz so einfach. Muss ich halt ein bisschen mehr machen. Was soll's. Und deswegen müssen wir jetzt halt hier mal ein bisschen unter Zeitdruck spielen. Ja. Einspielen bei der Daily Challenge ist nie gut. Geht auch nie gut aus, haben wir ja schon festgestellt. Obwohl, der letzte Run, den ich da begonnen hatte, also zwar nicht den Daily Challenge Run, aber der letzte Run kommt, der war episch. Und das mit der Klebebombe, das war einfach nur Mist. Ich überlege hier, also ich könnte. Oh, da ist sogar ein Shopkeeper. Ich wollte gerade sagen, ich könnte ja mich eigentlich mit den Shopkeepern anlegen. Aber ich weiß nicht, ob das so von Vorteil ist. Mal in der Daily Challenge würde es bringen, weil Geld und so weiter ist ja hier das A und. Oh. Ich habe immer Angst vor so Skeletten, da halte ich immer kurz den Atem an. So, komm runter, du Mistvieh. Na, komm. Muss hier immer so ein bisschen mit stockendem Atem lang gehen, weil sonst ist man hier ganz schnell in einer Situation, die nicht so super ist. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hier relativ weit kommen. Ich habe euch ja letztes Mal schon eine ganze Menge Neues gezeigt. Also, wer den letzten Part nicht gesehen hat, sollte sich den unbedingt anschauen. Da ist so viel passiert. Ich musste den ja cutten. Das sollten ja eigentlich, ich habe die ja mitbekommen, habe ich ja auch erwähnt gehabt, sollten ja eigentlich zwei Parts auf einmal sein. Also, die letzten beiden Parts sollte ja eigentlich eine Aufnahme sein. Habe ich dann aber splitten müssen, weil ich bei dem letzten Run so extrem lange gebraucht habe. Beziehungsweise auch so weit gekommen bin. Wünscht man sich doch. Oh, das Jetpack. Brauche mehr Kohle. Also wenn, dann muss ich mir hier das Jetpack kaufen, weil es bringt. Ihr habt ja gesehen, was es bringt. Das klebt fest. Ah, das Bomben kleben daran fest. Das bringt das Jetpack. So, ohne den Stein sehen wir hier aber ein bisschen alt aus. Deswegen werde ich da wahrscheinlich eine Bombe benutzen. Okay, ich habe da eigentlich was anderes im Sinn, aber so geht's nicht. So. Vielleicht bringt sie ja ein bisschen was Wertvolles frei. Gut, theoretisch kann ich das hier klauen. Ich würde es mal auch machen. Weil das. Ihr seht ja, es hat viel von Wertsachen freigelegt. Und, ja, ich könnte auch auf den Kompass gucken. Ja, das gefällt mir jetzt weniger mit dem Skorpion da unten. So, weg mit dir. So, das bringen wir mal da rein. Es reicht immer noch nicht. So ein Mist. Wo kriege ich jetzt das restliche Geld her? Ich will die jetzt haben. Das Jetpack, das will ich haben. So, das sollte jetzt eigentlich genug sein. Müssen wir mal gucken, dass wir da wieder halbwegs akkurat hochkommen, ohne zu viele Seile zu verschwenden. Na, komm. Da springe ich mich durch. So, hier habe ich schon mal das Seil. Ja, da habe ich auch schon. Jetzt habe ich wirklich genug. Super, und da unten ist der Gefrierstrahl. Mach ich's nicht. Ich mach's, komm. Kommt, Leute. No risk, no fun.
Dass der Gefrierstrahl gelb ist, das verstehe ich auch nicht. Habe ich immer verwechselt. Ach, verdammt, ich habe ein Seil verschwendet. Tja, das war mehr Glück als sonst was. Hoffentlich, hoffentlich komme ich hier nicht mehr hoch. Gut, Leute, dann ist das mit dem Jetpack jetzt auch gestorben, weil ich nicht genug Seile habe. Es läuft mir eh kalt den Rücken runter, dann gehe ich einfach weiter. Dumm gelaufen. Aber vielleicht kriegen wir ja nochmal einen Shopkeeper mit Jetpack. Das einzig Gute ist, dass wir mit dem Gefrierstrahl auch eine relativ gute Waffe haben, sage ich mal. Also, wir können da schon sehr, sehr viel jetzt mit kaputt machen. Ihr seht ja hier, nicht mal die Skorpione halten wirklich einen Schuss von denen aus. Und hier haben wir noch einen Shopkeeper. Da muss ich mal kurz hier. Was hier? Nee. Will ich nicht, nö, nö. So, stirb. Na, geh weg, ich will das. Ja, sehr schön. So. Wenn wir jetzt hier ein bisschen vorsichtig durchgehen, könnten wir sogar relativ weit kommen, weil wir haben im Prinzip das ideale Equipment, um in die Eiswelt zu gehen. Natürlich sind wir noch lange nicht so weit, um in die Eiswelt zu kommen, aber das war jetzt doof. Naja. Oh, hier könnten wir theoretisch, wenn wir den Schlüssel hätten, viel erreichen, aber. Ah, da ist er ja sogar. Danke, Schlange. Und da oben sitzt so eine Großvaterspinne. Die ist aggressiv. Mit der wollen wir uns nicht gerade prügeln, aber uns bleibt, glaube ich, nichts anderes übrig. Okay. Gegen eine Shotgun ist das Vieh nicht wirklich effektiv. Und da sind wir schon im Dschungel. Läuft doch bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich habe zwar jetzt ein bisschen Angst vor den Shopkeepern, die uns jetzt nicht gerade. Hat das Ding eben geblinkt? Ich dachte, ich hätte blinken gehört. Naja, hab mich vielleicht geirrt. Nein, habe ich nicht. Blinkt nach unten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wo. Und ich habe leider nicht genug Geld dabei, um hier einen exzessiven Test durchzuführen. Ich glaube, das ist hier drin. Ja, ausgezeichnet. Ich guck noch mal, ob ich die nette Dame finde. Okay, gerade kam hier die. Hat mich rausgetappt. Entschuldigung, Leute. Den könnten. Ah, da unten ist Felix. Ja, den nehmen wir mit. Jedes Leben ist willkommen. So. Bevor uns hier noch alles um die Ohren fliegt. Ja, das passiert, wenn so eine fleischfressende Pflanze so einen Explosionsfrosch frisst. Dann geht hier alles hoch. Ja, zumindest die Pflanze geht hoch. Willkommen auf dem Schwarzmarkt. Ich werde für meine Verbrechen bezahlen, ja? Werde ich? Ja, wenn ich da an das Gold komme, ja. Läuft bis jetzt doch echt gut. So, mit dem Vampir, da müssen wir jetzt gerade mal gucken, wie wir den. Wow! Bis jetzt ist doch gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich den da unten rauskriege. Wird mich wahrscheinlich ein paar Bomben kosten, aber kommt, guckt euch mal meine Anzahl an Bomben an. Wow! Das war knapp. Also jetzt dachte ich echt, jetzt ist es vorbei. Als der so hochgesprungen war. Ja. So, wo zeigt mir der den Ausgang an? Da unten. Ich würde mich gerne noch mit den Shopkeepern prügeln. Ich habe jetzt das Angst, jetzt ist ja eh wurscht. So, alle Shopkeeper sind tot und wir haben massig Gold. Das Cape brauche ich eh nicht.
Ersetzt die Machete hier eigentlich meine Dings? Meine Peitsche? Nee, tut sie nicht. Oh, da unten ist sogar noch mal eine Kiste. Vielleicht kriege ich dann noch ein paar Seile. Nee, noch mehr Bomben. Ich bin jetzt gerade ein bisschen übermütig, habe ich das Gefühl. Aber so übermütig dann doch nicht, dass ich mich hier mit Dings prügel. Mit der Falle hier. So. Ja, nee, die Fallen sind mir etwas unsympathisch. Ja, da haben wir jetzt massig Kohle, wir haben das Ankh und eine Shotgun. Was will man mehr? Müssen natürlich jetzt immer ein bisschen auf der Hut sein, weil die Shopkeeper hier jetzt noch ein bisschen durchdrehen. Besonders nachdem wir den Schwarzmarkt erledigt haben. Nein, die sind immer gleich aggressiv. Da ist ein Magma-Männchen rausgekommen. Die da unten den, so wie sich anhört, mächtig verdrischt. Ich habe so ein bisschen Angst bei diesen ganzen Säurepflanzen. Habe ich ihn erwischt? Geil. Ich habe ihn zerlegt. Und da kriegen wir gleich auch noch die Kohle mit. So, die lege ich mal hier hin. Nee, das ist mir zu riskant, bevor ich da jetzt noch mehr Leben verliere, als ich dabei rauskrieg. Gehen wir einfach mal weiter. Wir dürften jetzt bald in der Eiswelt sein. Noch einen Durchgang. Ja, und ich sehe rein gar nichts. Das ist so jetzt mein Hasslevel. Ich hoffe ja, die Pflanze springt in die Stacheln. Nee, tut sie nicht. Dann helfe ich da mal ein bisschen nach. Ja, ich bombe mich jetzt einfach hier durch. Es ist zwar feige, aber es bringt uns zumindest lebendig hier raus. Mehr will ich gar nicht, als lebendig weiterzukommen. Ach, der ist schon tot. Nee, es ist mir jetzt ein bisschen zu riskant hier mit dem Geld. Ich gehe weiter. Leute, wir haben es geschafft. Eiswelt. Und das mit nahezu, ide also eigentlich Ideal-Equipment. Vielleicht ein bisschen mehr Leben wäre schön, aber ansonsten ist das toll. Wenn ich jetzt keinen Fehler mache, dann kommen wir hier. Ja, den habe ich ganz vergessen. Ach, der ist schon runtergefallen. Oder wurde vereist oder irgend sowas. So, Mopsy. Ja, dich nehme ich mit, auf jeden Fall. Ohne meinen kleinen Mopsi komme ich hier doch nicht weiter. Ich glaube, das wird schon wieder ein Run heute. Okay, ich habe drei Leben. Dann bin ich meine Shotgun los. Wenn ich jetzt sterbe. Ich guck mal, vielleicht kann ich noch Mopsi retten. Dann kriegen wir noch ein zusätzliches Leben. Ja, der ist scheinbar gleich gestorben. Das ist ausgezeichnet. Also, falls es Mopsy ist, vielleicht ist es auch die Frau oder ist es Felix. Ich muss mal irgendwann nachgucken, wie der wirklich heißt. Der hat ja auch wirklich von den Entwicklern her einen Namen. So wie der Mops eigentlich Monty heißt. Wie Mr. Burns. Aber. Ah, da ist er ja. Mopsy klingt doch viel, viel netter. Ja, ich sammle hier das Geld ein, ich kenne da gar nichts. So. Ich darf hier sterben. Das bedeutet, es kann mir eigentlich wurscht sein, was ich hier mache. Aber eigentlich bräuchten wir die Mütze nicht. Weil ich will eh den anderen Ausgang machen, aber Schaden tut's auch nicht. Also außer, dass wir die Shotgun los sind, aber die brauchen wir nicht. Wir haben ja sogar ein Leben mehr jetzt. Und dann Mopsy noch eins.
So, und ich meine, theoretisch können wir ja von dem netten, netten Shopkeeperlein auch noch eine Shotgun kriegen. Patrouilliert da unten schon. So, das war's dann auch schon wieder mit dem Shopkeeper. Und eigentlich auch schon mit dem Part, aber das ist mir jetzt wurscht. Leute, es ist mir einfach bloß wurscht. Weil ich habe so einen schönen Run und den will ich mit euch zusammen erleben. So, das Leben, was ich jetzt verloren habe, muss ich jetzt auch wieder reinkriegen. Ey, der wirft das ja wirklich wie ein Frisbee. Mopsy? Bin ich doof oder habe ich keine gefunden? Also keine Rettungsperson. Vielleicht habe ich die auch hochgejagt, oder ich sie irgendwie runtergefallen oder so. Ich weiß es nicht. Sieht aus, als wäre die Person runtergefallen. Naja, kann man nichts machen. Dann gehen wir eben weiter. Das war eben knapp. Wir wollen ja nicht sterben. Aber wir haben ganz schön viel Kohle. Leco Mios. Nicht schlecht, was wir hier derzeit zustande bekommen. So, ich bomb mich mal hier unten durch. Weil das Mount gibt auch noch Kohle und das ist ja eine Daily Challenge. Und Daily heißt ja, es ist täglich. Und es geht ja um die Kohle. Und ich muss sagen, heute schneiden wir bei der. Dafür, dass es mein erster Run ohne Pause ist. Also nicht mal dafür, dass es mein erster Run ist. Wir schneiden insgesamt hier relativ gut ab gerade. Es ist schon gruselig. So, jetzt dreht er hohl. Ist er runtergefallen? Sieht so aus. Also das soll. Ich wollte die eigentlich da. Ne, da gehen wir weiter. Ne, Leute, das riskiere ich jetzt nicht, da noch irgendwie zu suchen. Hier werde ich jetzt auch versuchen, mich durchzubomben. Müssen natürlich immer auf der Hut vor Anubis sein. Weil der ist jetzt unsere größte Gefahr derzeit. So, du da unten, du kannst gleich mitgehen. Ja, das hier ist ja alles wegen dem Kali-Kult, der hier versucht, Menschen zu opfern. Naja, wenn wir überhaupt als Mensch zählen. So, stell die hoch. Kann uns die Bombe nichts anhaben. Wo habe ich die denn hin? Naja. Man muss es positiv sehen. Irgendwann treffe ich das Teil, wo die Frau drin ist. So. Public Enemy. Ich habe genug Shopkeeper getötet. Cool. Ich glaube, jetzt habe ich die Frau mit erledigt. Ja, naja. Gut, dann eben keine gerettete Frau diese Runde. Ja, tut mir leid, wenn ich jetzt nicht gerade sparsam mit den Bomben bin, aber Leute, wir haben echt genug. So, dann. Was ist denn mit dem Krokodilmensch eben passiert? Ist wegteleportiert. So, nach da schräg unten müssen wir. Da unten ist ein Shop, den werden wir natürlich ausrauben. Kriegen wir noch mehr Bomben? Terrorist. Ja, ich bin Terrorist, na und? Kennt ihr eigentlich das Video von Extra 3? Du bist Terrorist, wenn nicht? Sucht mal auf YouTube. Oh, den habe ich gut getroffen. Haha. Und dann dreht schon der nächste Hole. Und da war eine Mumie, die er erschossen hat. Aber nö, wir gehen weiter. Wir lassen uns davon gar nicht ablenken. Ja, Anubis haben wir jetzt vermutlich verpasst.
Ja, falls ihr euch fragt, warum, ich will den Krokodilmann da unten eigentlich gern töten, damit wir dem seinen Eintrag haben, aber es wird wahrscheinlich nicht so funktionieren. Es ist hier alles gerade nicht so einfach. So. Haben wir seinen. Haben wir den schon? Moment, das möchte ich jetzt kurz mal nachgucken. Ich meine, der Part ist eh schon rum. Ich mache hier eh Überstunden. Aber ich möchte es trotzdem wissen. Nee, den haben wir nicht. Sehr merkwürdig, warum haben wir den eben nicht bekommen, obwohl wir ihn hochgejagt haben. Theoretisch, wenn wir hier die Kapalla hätten, könnten wir sehr, sehr viel Blut sammeln, weil das, was er da ausspuckt, das sind ja Käfer, die dann an der Wand kaputt gehen und es zählt als Blut. Haben wir aber nicht, also trauern wir dem nicht nach. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich das mache. Soll mal hochgehen, damit er. So, ich hoffe, das tötet ihn. Ja. Und da unten ist Mopsy. Kann ich jetzt riskieren, ihn zu holen? Ah, verdammt! Lava, geschmolzenes Gestein, das sich tief unter der Erde zähflüssig fortbewegt. Es kann mit seiner Hitze fast alles im Schmelzen bringen. Gut, Leute, es tut mir leid, war ich jetzt ein bisschen gierig. Aber wir haben doch Rang 164 gar nicht mal so schlecht abgeschnitten. Und ich würde sagen, lass mir doch ein nettes Kommentar da, Daumen hoch, Daumen runter und nächstes Mal holen wir uns den Bossgegner, hoffe ich. Also dann, Leute, tschüss und bis dann, euer Wolf.